Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zurück nach Nekataka. Nachdem wir ja in Sayuka waren und dann in Tikawara den Brief abgeben, wollen wir jetzt nach Nekataka zurück. Erstens Geld machen? Nein. Ja, erstens wollen wir in die Messing-Zitadelle die Quest abgeben, für die wir nach Sayuka sind. Und uns dort eine neue Quest, gleich die Folgequest holen. Dann wollen wir in den Ankerplatz dort Zeug verkaufen. Und ein neues Schiff kaufen. Wir landen auf Nekataka, mehr oder weniger. Gehen erstmal in die Messing-Zitadelle. Ah, kaiserliches Kommando müsste das sein. Mal sehen, ob wir jetzt unterwegs wieder überfallen werden. Ja, du warst durch die Slums von Nekataka, als die Straße plötzlich menschenleer wird. Die hohen Klippen tauchen die schmalen Gassen und Tunnel der Ghettos von Nekataka selbst mitten am Tag in Dunkelheit. Ja, und wir müssen dringend mal rasten. Der Geruch von verbauten Obst mischt sich mit dem durchdringenden Gestank toter Fische und umhüllt dich genau wie 100 andere weniger intensive Düfte. Deine Fußtritte verhallen in der Dunkelheit und durchdringen die Stille der Slums. Fühlt sich an, als würden wir etwas vermissen. Wie Leute, der sucht die leeren Straßen ab. Du gehst um eine Ecke und stößt auf einen klagenden Schrei. Hilfe! Missgestaltete Schatten mischen sich mit leisem Zischen und kratzenden Klauen aus schmutzigen Steinen, um sich dann zu einem Rudel Skulder zu formen. Ihre glänzenden Drachen schweben im Schwarzen und Höhlen malen Wusen an ihren Beinen herum. Ihre Fangzähne schnappen, als wollten sie die Luft zerbeißen. Auf der anderen Seite der Kreatur hält ein kleines Mädchen, das in die Lumpen der Uana gekleidet ist, ein schimmerndes Schwert fest in beiden Händen. Sie wedelt damit wild in Richtung der Skuldor. Jeder Schwung mit der Klinge löst ein Geheul aus, das die Biester auf Abstand hält. Sie kriechen jedoch näher an sie heran. Die Augen des Mädchens sehen die dein flehend an. Bitte. Verschwinde von hier, mein Kind. Ich kümmere mich um diese Biester. Das Mädchen, das als Ablenkung nutzen, um die Kreatur in deinen Hinterhalt zu locken. Die Aufmerksamkeit der Bestie auf dich lenken. Das Mädchen ihrem Schicksal überlassen. Ja, klar. Nee, nee, nee. Nehmen wir mal die drei. Und mit Athletik ziehen wir die Aufmerksamkeit auf uns. Du stößt dich auf die Gruppe der Skulder und wirfst einen mit einem Schulterschuss zum Boden. Als es wieder mit einem Schritt zischend auf die Beine springt, wenden die anderen sich mit dem hungrigen Augen und stiegendem Atem dir zu. Ja, dürften wir was sehen? Ja, und da ist das Mädchen. Skuldor und Höhlenmaden. Skuldrak. Halt. Erstmal sie retten. Sieht nicht wirklich aus wie ein kleines Mädchen. So, das wären die Skulder und die Höhlenmaden. Ein paar Ohren. So, und was hast du zu sagen? Das keuchende Mädchen vor dir, das zerfetzte Oparo-Kleid trägt, hat ein paar blaue Flecken und kleinere Schnittwunden. Sie sehen aber ansonsten unverletzt aus. Schweißperlen vermischen sich mit rinnendem Blut auf ihrer Stirn.
Nachdem sie sich endlich entspannt, senkt sie das Schwert nach unten, bis die Spitze den Dreck am Boden berührt. Klar hat die Form eines Hundekopfes. Thanks, Stranger. Don't think I could have made it without you. Danke dir, Fremder. Glaub mir nicht, dass ich es ohne dich geschafft hätte. Kusi lächelt, ihre Augen glänzen in der Dunkelheit. Was hast du hier draußen gemacht? Da hast du aber ein recht gutes Schwert. Du hast ausgesehen, als hättest du es im Griff. Ich kam nur dazu, um dir beim Aufräumen zu helfen. Du hast Glück, dass du nicht tot bist. Nichts sagen. Was hast du hier draußen gemacht? These Skulder had been picking folk off for weeks, picking on the weak. Those too young, old or sick to fight them off. Diese Skulder greifen sich schon seit Wochen Opfer. Sie jagen den Schwachen nach, die, die zu jung, zu alt oder zu krank sind, um sich zu wehren. Sie tritt gegen eine der Leichen. Maybe it was stupid, but I couldn't let that go on, not if I could help it. Vielleicht war es dumm, aber ich konnte das nicht weiter mit ansehen, nicht wenn ich etwas dagegen machen kann. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ha, you and me both. The Gullet's a safer place with these monsters cut to pieces. Wir beide sind das. Der Schlund ist ein sicherer Ort, wenn diese Monster zerstückelt sind. Du hast aber ein recht gutes Schwert. Like it? My father left it for me. Told me that one day I'd defend the Deadfire with it. Gefällt es dir? Sie grinst. Mein Vater ist mir überlassen. Er sagte, dass ich eines Tages das Todesfeuer damit verteidigen werde. Ist es ein Schwert der Vorfahren? Not really. Father found it and brought it home. He said he got it from some Deerwidian pirate captain with a dog named Griffin. But, well, sometimes his tales were a bit taller than true. Eigentlich nicht. Mein Vater fand es und brachte es nach Hause. Er sagte, er habe es von einem Dürrwald-Piratenkapitän mit einem Hund namens Griffin. Aber nun ja, manchmal klangen seine Geschichten schon etwas erfunden. Sie lächelt, aber in ihren Augen ist die Traurigkeit zu sehen. Ja. I doubt it. Thanks for saying so all the same. Sie lachte, ich bezweifle es, aber danke, dass du das gesagt hast. Anyway, I think you should have this. For what you did and for what you can do with it. Jedenfalls denke ich, dass du das hier haben solltest, für das, was du getan hast und für das, was du damit tun kannst. Sie kniet nieder, wischt das Blut vor der Klinge und lässt sie zurück in die Scheide gleiten, bevor sie dir anbietet. Die meisten Huane im Schlund haben nicht deine Edirianisch-Kenntnisse. That's Father's doing. He traveled all over and he insisted that I learn Edirian, Valian and Rawatian. Das habe ich Vater zu verdanken. Es ist überall herumgereist. Er ist überall herumgereist und hat darauf bestanden, dass ich Edirianisch, Valianisch und Rautanisch lerne. Stolz steckt sie ihre Brust heraus. I even know a few phrases in Anutanic. Ich kenne sogar einige Sätze der Enutanik. Danke, ich werde diese Klinge gut einsetzen. Du solltest dein Schwert behalten. Sie lässt mir das Bezahlung dafür, dass ich dir deine Haut gerettet habe. Ich werde diese Klinge gut einsetzen. Nein, danke dir, dass du überhaupt mitgekommen bist und noch viel mehr für deine Hilfe. Sie senkt ihren Kopf. Griffins Klinge. Klingt nach einer tollen Klinge eigentlich, aber ist, was ist es denn eigentlich? Steht mal wieder nicht da, wahrscheinlich erst wieder, wenn ich es im Inventar habe. Loyaler Gefährte, der Geist von Griffin erhöht die Mut der Gruppe einmal pro Gewegnung. I truly appreciate what you did. Not everyone in Nekataka steps in for a neighbor. Ich weiß wirklich sehr zu schätzen, was du getan hast. Nicht jeder in Nekataka setzt sich so für einen Nachbarn ein. Ich muss jetzt aber zurück zur Mutter. Sie blickt auf einen der toten Skulder und verzieht das Gesicht. I probably shouldn't take home Skulder meat, should I? Ich soll vermutlich kein Skulderfleisch mit nach Hause nehmen, oder? Grübelt sie. I mean, meat's meat. Ja, Fleisch ist Fleisch. Gut. Dann mal wieder raus hier. Weiter in die Messing-Zitadelle. Werden wir nochmal irgendwo unterbrochen? Dumm, nie dumm.
So. Wir wollen ins Büro. Und dann gucken wir mal kurz. Du bist ein einhändiges Schwert. Ah, entweder für Maya oder für Idea. Wobei Idea mit Säbeln immer noch besser ist. Gut, dann kriegst du es, Maya. Was wir leider nicht haben, ist eine Akebuse für dich. So. Sie schaut kurz von einem Schreibtisch, der mit Papieren und Diagrammen überladen ist, auf. Ihre Stirn ist gerunzelt und sowohl ihre linke Hand als auch ihre hölzerne rechte sind mit hinten bekleckert. Sie ist das Bild der Ablenkung. Is proceeding as planned. Du wirst dich freuen zu hören, dass unsere Arbeit in Sayoka wie geplant verläuft. Sie verschränkt ihre Arme vor der Brust, während sich ihre Augenbrauen noch weiter zusammenziehen. Einen Blick auf den Tisch werfen. Du siehst in einer Art kodierter Kurzschrift verfasste Notizen und Diagramme, die dir nichts sagen. Sollte ich nicht zu ihr gehen? Nein, ich soll mit Azura Krummsporn leer räumen. Wo ist nochmal die Treppe nach unten? Da ist verlassen, da ist die Treppe nach unten. Ein schlecht geplanter Angriff ist schlechter als gar keiner. Na. Das stimmt allerdings. 100 Soldaten in den Tod schicken, weil man Scheiße baut, ist schlechter als gar keinen Soldaten in den Tod zu schicken. Aber ja, alles läuft irgendwie bei Krummsporn zusammen gerade. Hehehe. Jedenfalls für die Valianer, die Todesfeuergesellschaft und für die Principi. Also er faltet seine Hände und neigt den Kopf. Er beobachtet dich wie ein besonders nachdenklicher Raubvogel. Er wartet einige Sekunden, bevor er spricht. I must thank you most humbly for your help. You've rendered Okaya and all of us a great service. Ich muss dir vielmals für deine Hilfe danken. Du hast Okaya und uns allen einen großen Dienst erwiesen. Okaya hat berichtet, dass du Arbeit für mich hast. Emitalische Ruinen und Seemaschinen sind eine Art Hobby für mich. Wird mir irgendwer mal sagen, woran ihr Volk arbeitet? Nehmen wir mal die zwei. A rare speciality and an extremely valuable one. Eine seltene Spezialität und eine äußerst wertvolle. But I called you here to discuss another matter. Aber ich habe dich gerufen, um etwas anderes zu besprechen. Seine Augen blitzen und ein begieriges Lächeln steigt sich über sein Gesicht. A great injustice plagues the archipelago and we have an opportunity to end it. Eine große Ungerechtigkeit plagt den Archipel Hagrim und wir haben die Gelegenheit, sie zu beenden. A thriving slave trade disrupts the dead fire. I've determined that it's being run from the island known as Crookspur. Ein florierender Sklavenhandel erschüttert das Todesfeuer. Ich habe festgestellt, dass er von der Insel aus betrieben wird, die als Krummsporn bekannt ist. Ja, warum interessiert sich die königliche Solisburg-Gesellschaft für die Todesfeuergesellschaft für die Sklavenhändler? Getting rid of them. Sie loswerden. Er spitzt die Lippen und zieht affektiert die Nase hoch. Slavers sow chaos wherever they ply their unsavory business. They uproot communities, disrupt trade and attract the vilest criminals. Sklavenhändler verbreiten überall Chaos, wo sie ihr widerliches Geschäft betreiben. Sie entwurzeln Gemeinden, stören den Handel und ziehen die abscheulichsten Kriminellen an. Oi, they be ugly too and smell like half-drowned bilge rat. Cheated dice, never right their mothers. Ei, hässlich sind sie obendrein und stinken wie eine halb ertrunkene Bilgenratte. Schummeln beim Würfeln, schreiben niemals ihren Müttern. Er zählt die Vorwürfe an seinen Fingern ab, ja, Seraphin. Be easier to mention what they do right. Like dying when you stab or shoot them. Es wäre einfacher zu sagen, was sie gut können. Zum Beispiel sterben, wenn man sie ersticht oder erschießt.
Unfortunately, they've been allowed to operate here for years. Leider ist es ihnen seit Jahren erlaubt, hier zu agieren. Er runzelt die Stirn. Was meinst du mit erlaubt? Du meinst, dass die Machthaber hier heimlich mit ihnen kollaborieren? Jemand hätte schon vor langer Zeit etwas dagegen tun sollen. Nehmen wir mal die zwei. Oh, but I wasn't trying to cast aspersions. Oh, aber ich wollte niemanden verleugnen. Er blinzelt und macht eine hilflose Geste. I may have heard that certain persons of influence in the Valian Trading Company have connections with the slavers. Ich habe vielleicht gehört, dass bestimmte einflussreiche Personen in der Valianischen Handelsgesellschaft Beziehungen zu den Sklavenhändlern haben. But the larger problem is that they were allowed to settle in here in the first place. For that, the Juana must take responsibility.